darüber,
Einfluss der Natur auf uns Menschen ist. Gerade jetzt, wo die Natur so aufblüht und es riecht überall so blumig nach Flieder und anderen Blumen, nach Erde. Einfach nur herrlich, kann ich sagen. Ich genieße das so, so, so sehr, mit dem Hund spazieren zu gehen. Toll. Das ist Mutter Natur, ne? Das kann ja auch gar nicht anders sein. Dass es uns gut tut, ne? Oder sie uns gut tut. Sauerstoff produziert ein einziger 100 Jahre alter Nadelbaum täglich. Genug, um 10 Menschen einen Tag lang zu versorgen. Tja. Fast ein Drittel Deutschlands ist von Wald bedeckt. 96 Milliarden Bäume wachsen hier. Schön grün. Auch die ganzen Dächer hier bepflanzt. Das finde ich toll. Hier auch. Ach, das sieht auch hübsch aus. Alles zum Gärtnern hier. Ab durch die Hecke, von köstlichen Kräutern bis zum nachhaltigen Sichtschutz. Kreativität wird aus alten Dosen oder Flaschen, bunte Deko und mehr.
Wipfelpfad, Baumwipfelpfad, führt kleine und große Besucher in den Heidehimmel mit Weitblick und Waldgefühl zum Durchatmen. Schön. Sonne genießen, gern auch am Wasser oder im Gebirge. Wer seine Haut vor schädlicher Strahlung schützt, ist dabei auf der sicheren Seite. Stoffwechsel ein bisschen langsam und die Muskeln brauchen Training. Starten Sie jetzt mit Ihrem Rundum-Frühlingsplan. Muss es morgens schnell gehen. Nur jeder Zweite nimmt sich mehr als 5 Minuten Zeit für Haarpflege. Das ist verständlich, aber Haare wirken top gepflegt, einfach besser. Ein simpler Trick: schonende 2-in-1 Produkte lassen das Haar weniger austrocknen als herkömmliche Duschgele. Unser Babyclub feiert seinen 10-jährigen Geburtstag und rückt dabei die eigenen Mitglieder in den Mittelpunkt. Und das jeden Tag.
schon einmal von Lesehunden gehört? Die braven Tiere nehmen Kindern die Nervosität, die Nervosität. Und schon erschließt sich die Welt der Buchstaben viel leichter. Schönes Bild. Die Zahlen sind leider erschreckend. Fast 20% der Kinder in Deutschland können nach Abschluss der Grundschule nicht richtig lesen. Das ist das Ergebnis der internationalen Grundschulleseuntersuchung. Besonders an längeren, komplexen Texten scheitern sie. Ich kann das sehr schlecht von hier lesen. Die Kinder erkämpfen sich die Worte buchstabenweise und haben dadurch manchmal am Ende eines Satzes vergessen, was am Anfang stand. Dazu servieren wir Müsli, Pfannkuchen, Porridge und Körnerbrot. Das sieht alles so lecker, lecker, lecker aus. Wie die Haferpfannkuchen. Süße Brotaufstriche am besten. Wir erklären den Unterschied zwischen Marmeladen, Konfitüren und Co. Wir essen kaum noch Brot hier. Ganz selten mal so ein Shea Butter beim Salat. Oder dass ich mal Brötchen mitbringe. Ganz, ganz selten. Wenig Kohlenhydraten. Obstplantagen. Dabei sind Streuobstwiesen Relikte einer Zeit, als Dörfer und Städte von grünen Gürteln umgeben waren. Diese Biotope sind wichtig für ein intaktes Ökosystem. Und in den Bäumen wimmelt es vor Leben. Kostbar für ein funktionierendes Ökosystem. Insekten sterben bedroht auch unsere Vögel massiv. Schwamm drüber. Das nennen wir mal eine saubere Leistung. Ein Schmutzradierer entfernt Verfärbungen und andere unerwünschte Spuren von
von fast jeder Oberfläche. Fleckenfreie Wände, makellose Mode, fette Turnschuhe, frische Kur. Wenn der Winter vorüber ist und es wieder in den Garten geht, hat sich über die grauen Monate meist reichlich Dreck auf Möbeln und Fliesen im Außenbereich angesammelt. Dank des Zauberschwamms werden sie ohne viel Schrubben viel wieder sauber. Durch seinen nassen Film gleitet er leicht und nimmt den Schmutz auf. Hochzeit, Taufe, es ist die Zeit der Familienfeste. Naja, sag ich jetzt mal nichts zu. Hier sind 5 Empfehlungen für gute Tropfen zum guten Preis, plus Etiketten, die zum Anlass passen, mit Hase, Engel, Schaf oder Storch. Macht der Nordwestpassage. Mundgerechte Snacks. Wem es zu mühselig ist, Obst in kleine Stücke zu schnippeln, kann er zu einem Eierschneider verwenden. Erdbeeren, Bananen oder Weintrauben auf die Schneidefläche legen, Oberteil runterdrücken und schon hat man gleich große Häppchen. Sachen auf dem Kopf balancieren? Wie lassen sich Seifenblasen selber machen? Die Antworten darauf, pfiffige Rätsel und mehr Wissenswertes gibt es hier. Warum legen
Mäuschen antwortet verwirrt. Natürlich durchsichtig. Ja, echt so eine blöde Frage. Natürlich muss die Brille durchsichtig sein. Wohin stellt sich der Geometrielehrer, wenn ihm kalt ist? Antwort: In die Ecke. Das sind immer 90 Grad. Fragt der Ober: Möchten Sie heute vielleicht wild essen? Antwortet der Gast: Nein, danke. Lieber ganz in Ruhe. Ich kann ja über sowas nicht lachen. Ne? Da habe ich einen anderen Humor. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder zum Ende gekommen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein wenig entspannen. Die Geräusche genießen.